Frau Stadtverordneten, Vorstellung, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ich werde nicht schlau aus dem, was ich jetzt gerade gehört habe. Beziehungsweise, was Sie sagen, ist so widersprüchlich, dass ich überhaupt nicht begreife, dass Sie das über den Lippen kriegen. Sie sagen auf der einen Seite, Sie wollen auf keinen Fall, dass Pflege private Profitmacherei, private Profitmacherei zum Opfer fällt, was aber leider der Fall ist. Und Sie sagen, dass die Stadt überhaupt nicht handlungsfähig ist und gar nichts machen kann. Aber Sie haben vor 2 Jahren beschlossen, hier in der Stadtverordnetenversammlung, dass das bis dahin in der GmbH angesiedelte Pflegeheim privatisiert wird. Also Sie haben eine politische Entscheidung auf kommunaler Ebene getroffen. Und selbstverständlich lässt sich eine solche Entscheidung auf kommunaler Ebene auch rückgängig machen. Wenn wir sagen würden, wir können an dieser Stelle überhaupt nicht mehr handeln, dann kommen wir nach Hause. Dann braucht man diese Kontrolle. Aber das ist nicht der richtige Weg. Es ist jetzt eine Situation, das scheint mir jedenfalls aus den angedeuteten Informationen, die wir alle nicht haben, dass es offenbar Gespräche mit einem privaten Investor gibt. Wenn ich das fehlinterpretiert habe, bitte ich um nähere Informationen. Wenn dem so ist, dann würde man entweder sagen, dieser private Investor kriegt jetzt den Zuschlag, egal was er macht, weil wir haben gar keine Alternative, oder die Stadt macht einen Vorschlag oder bereitet den Weg dafür vor, dass die GmbH die Einrichtung zurücknimmt, bringt sich ins Spiel als kommunaler Betreiber und hat damit mehrere Optionen. Sonst haben wir nur die Option, ein neuer privater Investor, der wieder eigene Profitinteressen vertritt, vielleicht irgendwelche Herzstücke rausholt, damit Profit macht und den Rest dem Bach untergehen lässt. Ich finde das total unverantwortlich. Und Frau Kalbermann, was Sie hier gesagt haben, das ist wirklich überhaupt nicht zu verstehen. Also mit einer solchen Idee und die Privatisierung zu verteufeln und zugleich zu sagen, uns sind die Hände gebunden, wir können nichts machen. Also das finde ich wirklich unerträglich. Wir haben Handlungsmöglichkeiten. Wir haben entschieden in der Stadtverordnetenversammlung diese Privatisierung. Wir können entscheiden, jetzt den Weg zu einer Rekommunalisierung mit der GmbH beispielsweise zu eröffnen. Und damit sind wir auf dem Weg.